Thank you very much, Fred. Excellencies, ladies and gentlemen, it's a privilege to be with this distinguished group here tonight. And I feel particularly honored, Fred, that you picked me to speak a few introductory words for whatever reasons. First of all, I would like to commend the Atlantic Council and Fred Kempe in particular for this great initiative, the Freedoms Challenge, and for picking the right place and the right time to inaugurate this important initiative. Secondly, ladies and gentlemen, you should know that the Atlantic Council is not only good at setting up organized galas, award ceremonies in a very short period of time. I think we can proudly say that today it's also the preeminent forum and think tank for discussing the future of Atlantic Alliance and the new strategic concept. Thirdly, and I have only 2 minutes left, Fred, right? 3 minutes. Fred asked me for a few personal remarks. How did I live, experience reunification, that exciting time some 20 years ago? Well, Fred, I do that in a certain sense. I will talk about the Freedoms Challenge is about heroes of freedom, right? I will talk about my two personal heroes of the time. And Fred started in German. My mother's language is German. My mother tongue is German. So if I may, I switch to German now. Well, der eine, der beiden Helden, von denen ich sprechen will, der hat mich wenige Wochen nach dem Fall der Mauer im November 1989 in den Planungsstab des Bundesministers der Verteidigung geholt. Ich muss sagen, die gut 12 Monate im Planungsstab gehören auch heute für mich zu den spannendsten oder zu der spannendsten Phase meines Berufslebens. Aber das allein hat ihn nicht zum Helden gemacht, dass er mich eingestellt hat im Planungsstab. Nein, was er wirklich gemacht hat, ist, ich sage das ganz bewusst, in bester Tradition preußischen Ungehorsams. Die militärische Vereinigung, Military Reunification between both parts of Germany, angedacht und dann geplant. Und er hat das zu einem Zeitpunkt schon getan, als es, wir würden heute sagen, politically incorrect war, über militärische Vereinigung nachzudenken. Damals gab es noch maßgebliche Politiker, die meinten, das Maximale, was rauszuholen wäre bei einer Wiedervereinigung, sei eine Neutralisierung Deutschlands, zumindest eine Neutralisierung der ostdeutschen Länder. Ab dem 3. Oktober 1990 hat er dann seine Pläne selbst in die Tat umgesetzt dürfen als Chef des Bundeswehrkommandos Ost. Er hat die NVA aufgelöst. Er hat neue militärische Strukturen in den ostdeutschen Ländern geschaffen. Und er hat die Überführung in die Bundeswehr vorbereitet und gemanagt. Und er hat einmal gesagt, er hat dies alles mit heißem Herzen und kühlem Verstand als gebürtiger Brandenburger und Preuße gemacht. Ich rede von niemand anders als dem ehemaligen Minister, und wir haben vereinbart, auch heute darf ich ihn wieder General nennen, General Jörg Schönbohm. Herr General, wenn Sie sich ganz kurz erheben möchten. Mein anderer Held, meine Damen und Herren aus der damaligen Zeit, sitzt hier vorne am Tisch. Das ist niemand geringeres als Horst Tetschik, damals der Außen- und Sicherheitspolitische Berater des Bundeskanzlers, der, wie man damals schon lange vor der Wiedervereinigung sagte, respektvoll sagte, der Henry Kissinger Helmut Kohls. Er hat damals in sehr großer Kraftanstrengung mit seinem kleinen Team und auch mit seinen Kollegen in Amerika und in den anderen Ländern die außen- und sicherheitspolitischen Weichen gestellt, sodass nur 12 Monate nach dem 9. November 1989 der 3. Oktober 1990 die Wiedervereinigung Deutschlands folgte. Und lieber Horst, ich habe am Wochenende in Ihrem Buch 329 Tage, denn so viele Tage waren es damals zwischen dem 9. November und dem 3. Oktober, nochmal drin rumgeblättert und gelesen.
Und man wird, wenn man das liest, daran erinnert, dass es keinen Automatismus gegeben hat zwischen dem 9. November, dem Fall der Mauer, und der Wiedervereinigung Deutschlands 11 Monate später, dass es auch kritische Wegmarken gab, wo die Entwicklung sehr viel anders, negativer hätte verlaufen können. Meine Damen und Herren, ich fürchte, meine 3 Minuten sind um. Ladies and gentlemen, welcome with me to the stage, Professor Horst Teltschik.